Servus Leute, zurück zu Let's Play Disciples Liberation. Hört ihr zu eurer Linken? Da sind die Schmieden von Barad-Nur. Einem Geheimort der Dämonen. Prinzipiell, der von den Elfen entdeckt wurde und jetzt einen Konflikt darauf beschwört. Deswegen schauen wir uns doch mal hier um und mischen uns damit ein. Kleegebirge, das Macht hat ihren Preis, geben wir auf. Zwischen den Elfen und Dämonen. Zwei. Gibt es hier was von Melendrach? Hier gibt es. Hier endet es. Oh, hier müssen wir einige töten. Finde Valpa im Nest der Königin. Nest der, trifft dich mit den Elfenältesten. Kindlichste Älteste. Die kindliche Älteste. Mhm. Oh, die Musik. Hört euch das an. Oh, episch. Mystisch. Triff Wackelin in Burg Labsal, besiege die Untoten an. Okay. Kleehorngebirge ist mir immer noch unbekannt. Na gut. Nutze den Konflikt zwischen Elfen und den Dämonen. Dort auf der Lichtung findest du zwei Wachposten. Der eine, einer unheiliger Legionär, die andere, eine gut bewaffnete Elfensperre. Elfen und Dämonen im Stillstand vereint. Solltet ihr zwei euch nicht, naja, gegenseitig umbringen oder so? Unsere Befehle lauteten, das Reich vor Elfengefahren zu schützen. Unser Besucher hier ist zwar ein Elf, aber kaum gefährlich. Pragmatisch. Du siehst die elfische Dunkelgardistin an. Sie wirkt durchaus bedrohlich, wenn auch ein wenig gelangweilt. Unsere Befehle waren das genaue Gegenteil. Ich zog in Erwägung, Rangda zu töten und dabei selbst zu sterben. Diese Welt will ihre Bewohner ohnehin tot sehen. Wozu das Unvermeidliche überstürzen? Ja, tatsächlich, ich finde es sehr faszinierend. Nevendar wäre ein besserer Ort, wenn alle so gewaltlos wären wie ihr. Wartet nur ab. Wenn wir so lange warten, bis unsere Armeen sich gegenseitig umgebracht haben, sind nur noch wir übrig. Tja, Pazifisten. Wo wir gerade vom Tod sprechen, seid gewarnt. Unsere Armeen bekämpfen sich da vorne gerade. Was das angeht. Wir haben Horrorgeschichten von einer Dämonenschmiede gehört, die größer sein soll als alles, was Nevendar je gesehen hat. Wir haben jedoch nicht gehört, was sie schmiedet. Eine Waffe? Wozu ist eine Schmiede sonst gut? Ich verspreche euch, dass wir sie nicht in dieser Welt nutzen, sondern im vierten Himmel. Die Waffe soll Bedresen töten. Was, euren Meister? Ihr wollt euren Gott töten? Mein Volk hält das für eine Lüge. Deshalb sind wir hier. Ich will wissen, was die Elfen wirklich in Barad-Nur suchen. Abgesehen davon, dass wir die Erschaffung einer weltenfressenden Waffe verhindern wollen, die sämtliches Leben auf Nevendar und in den Ländern der Vin-Dynastie auslöschen kann? Ja. Sie stehlen! Unsere Waffe braucht Mana und die Elfen ebenfalls. Okay. Das ist der Grund für den Streit unserer Völker. Die wollen also Mana. Ihr habt gesagt, dass sich der Kampf zwischen den Stämmen und der Legion zuspitzt. Ich will dabei sein. Das ist richtig. Ich habe auch erwähnt, dass die Elfen meine Heimat überfallen. Trefft eure Entscheidung. Ihr kennt nun die Wahrheit. Wir bauen eine Waffe. Vintin geht dazwischen. Ihre Bitte ist verzweifelnd auf. Wir fordern nur die Heimat unserer Dynastie zurück. Auf welcher Seite werdet ihr kämpfen? Ich marschiere für mich selbst. Oder soll ich mich auf eine Seite schlagen? Ich will ja eigentlich... Da kann ich mich wieder entscheiden. Ich glaube, dass die Elfen nicht nur hier sind, um Land zurückzufordern. Und wenn hier eine Waffe gebaut wird, werden die Dämonen sie auch gegen Sterbliche richten. Ihr lügt im Grunde beide. Die beiden Wachposten sehen einander an, dann wieder zu dir und danach brechen sie ein schallendes Gelächter aus. Gesundes Misstrauen ist ein Geschenk, Befreierin. Bewahrt es euch. Willkommen in Barad-Nur. Ihr dürft passieren. Okay. Danke. Aber das ist eine gute Frage, die wird mir wahrscheinlich nochmal gestellt. Auf welche Seite will ich mich stellen? Theoretisch wäre ich bei den Elfen näher dran an den, was möglich ist.
Naja. Ich glaube, ich brauche den Marktplatz, um Söldner anzuheuern. Ich brauche nämlich welche für die zweite Reihe. Ruf den Geist des Hohen Vaters. Gewährt Magieverbündeten. Magieverbündeten, okay. Magieverbündete? Mhm. Nahkampf- und Fernkampfverbündete ignorieren beim Angriff 20 Minuten körperlich. Das ist ganz nett. Ja. Der Lich führt allen Gegner mit Rang 3 oder weniger ein Gefühl der tiefen Verzweiflung. Mmh. 15% beim Angriff zu verfehlen. Ist wie Besseres in drinnen, würde ich sagen. Ich will einen Lich haben und da ich ihn mir noch nicht leisten kann, kaufe ich ihn mir so. Komm in meine Armee. Lich. Aber tatsächlich, erst sollst du in die Armee wegen der zweiten Reihe. Auch wenn ich so ein Lich gerne vor allem mit dabei habe. Ich weiß gar nicht, was so ein Lich. Also ein Eisstrahl auf ein Ziel zwischen Gegner und Urschaden. Ganz nett, wie viel Leben hat er? Ja, der hat deutlich mehr Leben. Aber ich will dich tatsächlich für die zweite Reihe. Da kann ich mir richtig leisten. Das ist super. Ich kann... Oh, 170. Moment, da ist irgendwas eskaliert. Irgendwas ist da absolut eskaliert. Ich kann mir jetzt 40er Truppen auf jeden Fall leisten. Ich kann mir jetzt auch 30er Truppen leisten. Wie ich feststellen darf. Das einzige Problem ist, ich habe noch nicht die Untoten auf mein Maximum. Aber ich könnte mir 30er Truppen leisten. Heilige Macht. Sie hatten sie zum angefeuert. Wenn, dann brauche ich Massenangriffe. Schauen wir doch mal bei den Dreier-Truppen. Vielleicht gibt es da wirklich welche, die ich anwerben möchte. Mehr Nekromanten? Es ist ein starker Effekt zumindest da. Die kontrollieren das Schlachtfeld damit mit ihrer Fähigkeit. Das ist auf jeden Fall klar. Allen Gegnern, die nicht untot sind, die Leben fügt den Zielen verflucht. Alle werden Schaden. Alle kriegen Schaden. Das ist auch eine starke Fähigkeit. Todesritter 1080. Es. Deswegen, warum meine Einheiten so schwach sind. Vergleich sind es die Lebenspunkte hauptsächlich. Genau, der hat bloß 780 Lebenspunkte. Das sollten wir vielleicht mal ändern. Vielleicht sollten wir auf Todesritter setzen mittlerweile. Angefeuert. Urschaden. Ich bin jetzt so überzeugt. Das ist zwar ein schönes Verspotten. Ich bin echt nicht überzeugt. Und notwendig ist es auch nicht. Ich will Stufe 4 Einheiten. Dann rüsten wir richtig auf. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich mal schnell Ressourcen sammeln. Ach stimmt, dadurch habe ich extra Führungsstärke erhalten. Schwierig. Ich habe auf die falschen Fraktionen gesetzt, wie es scheint. Die besten Einheiten gibt es woanders.
Oder die Einheiten, die meinem Spielstil entsprechend wären. Ich glaube, das Imperium hat gute Einheiten. Naja. Okay, wir dürfen schon mal rein. Wir haben uns noch nicht wirklich bewegt, aber wir dürfen schon mal rein. Die Armeen clashen hier. Ich frage mich, wie alt dieser Dämon war, als er von Steinen gebürtet wurde. Der Dämon anscheinend. Erstmal Uressenzgenerator gönnen. Und dann Hallo sagen zu den Kriegern. Ein kleines Stück südlich stößt du auf eine große Armee aus Legionären, die bereit zum Zuschlagen gegen ein etwas entferntes Elfenlager sind. Angeführt werden die Truppen von einem vertrauten Gesicht. Kind des Eisens, wir sind uns seit deiner Invasion des Wegs von Fleisch und Flamme nicht mehr begegnet. Ich bin durch den vierten Himmel zu Bettresen gesegelt. Er befand meinen Tod für würdig und nun bin ich wieder hier. Deine Anwesenheit in diesem Reich ist schwerer zu erklären. Wir haben etwas von einer Waffe gehört. Jeder kennt die Gerüchte über die Schmiede von Barad-Nur, aber niemand weiß, was genau sie schmiedet. Ich bin hier, um es herauszufinden. Du tauchst mal wieder zur rechten Zeit auf. Moloch deutet zu Boden. Eine dicke Linie aus Pfeilen markiert die Stelle, die Dämonen nicht passieren dürfen. Ihre Pfeile fliegen nur bis genau hierhin. Ein Schritt vor und du gehst in den Tod. Homeria. Die Elfen glaubten, wir wären aufgehalten worden, aber unsere Befehle waren eindeutig. Wir sollten sie festhalten, bis wir bereit sind. Wir sind nun bereit. Wie eine dunkle Wolke zieht eine unermesslich große Armee aus Legionären über die Hügel und Seilwände von Barad-Nur. Sowohl ihr als auch die Elfen seid umzingelt und in der Unterzahl. Viele der Krieger hier lieben dich, Kind des Eisens. Erweise uns die Ehre, an unserer Seite zu kämpfen. Ein Moment des Zögerns. Ihr seid Verbündete, sicher. Doch das kann sich in diesem Krieg nur allzu leicht ändern. Ich muss mich entscheiden. Auf welche Seite schlage ich mich? Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Ja, ich habe ein Elfengebäude auf jeden Fall gebaut. Also wenn dann... Ich hatte anfangs mal mit den Elfen und den Untoten geliebäugelt. Allerdings, jetzt sind die Untoten... Ja, dann wäre ich immer noch... Dann wäre ich gegen die Dämonen. Allerdings finde ich die Moloch recht vernünftig. Die war... Zuletzt war sie echt gut. Also, ja, für einen Dämon war sie echt brauchbar. Die Elfen hingegen, ja, die kamen ja auch zur Übereinkunft und so. Schwierig. Die Waffe will ich haben, auf jeden Fall. Die sind beiden Händen gefährlich. Deswegen. Ich brauche einen Coin-Flip-Simulator. Ich habe keinen Plan. Was spricht gegen die Dämonen? Eigentlich nichts. Die sind da zu Hause, die machen da was, werden angegriffen. Was spricht gegen die Elfen? Die sind die Aggressoren prinzipiell. Sind in der Unterzahl. Und ich bin ein bisschen besser mit den Elfen aufgestellt als mit den Dämonen. Tatsächlich. Aber das jetzt auch mehr. Hier im Moloch, das ist okay. Das ist ein NPC, der gehört mir nicht. Aber Omerile hat jetzt für die Elfen gesprochen. Ilian, schnell! Wir kämpfen heute mit den Stämmen. Greif die Legion an, schnell! Tut mir leid. Dann bin ich wohl leider gegen Moloch. Tut mir unglaublich leid. Die Entscheidung war schwer. Moloch, die Lauernde. Ich hätte dich gerne in meiner Armee. Das tut mir alles sehr leid. Das ist eine sehr starke Armee, die du hast. Holy moly. Wollte gerade sagen, keine Einheit ist unter Stufe 3. Kosmische Explosion. Ha, 5 Runden. So lange wird doch niemals ein Kampf dauern. Öffne einen Riss durch Zeit und Raum, der göttlich und unheiligen Schaden zufügt.
den Zielen verwirrt und verstummt. Ja, ist nett, aber so lange wird hoffentlich kein Kampf dauern. Die hat zu viel Leben, um sie wegzuböllern, oder? Oh, das sah auf jeden Fall brutal aus. So, und wir machen keinen Weg frei, deswegen können wir das einfach machen. Ich muss Seelen ernten. Musst du das? Das ist gut, dass du das musst. Ich werde euch... Ich lebe, um zu kämpfen. Tritt gegen mich an. Heilen wir den mal. Der könnte wieder vorne am ehesten angeschlagen werden. Fürchte nicht den Tod. Das ist ein gutes Ziel. Du stinkst nach Leben. So, wenn ich jetzt dran komme, dann ist es zu Ende tatsächlich. Jawohl, durch die Felder machen sie Licht nichts. Des Kosmos, erfülle Maelbeth Cadentia. Sehr schön. Der Tod folgt. Stimmt mir. Ja, die sind jetzt dauerhaft verwirrt. Wow, das hat wehgetan. Feuer und Ruhm. Der Werwolf ist fast tot, oder? Gut, du hast die falsche geheilt. Wow! Junge! Ihr habt was drauf. Also sterbt. Lol, Molo ist ausgelöscht worden. Das sah gerade nicht so in der Vorschau aus. Okay. Die Dämonen sind hiernach ganz sicher nicht unsere Verbündeten. Umso besser. Hoffentlich vergessen die Elfen unsere Taten nicht so schnell. Wo wir gerade davon reden. Du drehst dich um den Bataillon an Legionären die Stirn zu bieten, nur um festzustellen, dass sie kurz vor einer vernichtenden Niederlage durch deine Armee und die der Elfen stehen. Avi, sieh nur. Die Elfen gewinnen. Die Magie, die sie wirken. Die Untoten haben sie bei Wotans Grab benutzt. Mein Volk würde nie entweihtes Mana einsetzen. Die Dämonen fallen zurück in Richtung der fernen Schmiede im Westen. Die Elfen setzen ihnen nach. Wo wollen sie hin? Ich tippe auf die Schmiede. Wir müssen ihnen nach, sonst verlieren wir sie, Avi. Hoffentlich locken sie uns nicht in eine Falle. Wäre nicht das erste Mal. Bereue später, handle jetzt. Okay, ich erwarte... Was? Wow, mit beiden habe ich ein Plus jetzt bekommen. Warum? Dann habe ich auf jeden Fall richtig gehandelt, aber warum? Außerdem Meteorregen, das hört sich super an. Das hört sich so an, wie ich es haben möchte. Das hört sich nach einem Zauber an, der AOE macht. Und Damage. Stufe 4. Den kann ich nicht lernen, oder? Doch, den kann ich lernen. Meteoren auf sein Ziel. Für keinen Schaden, Urschaden. Holy moly. Lasst mich Meteor spielen. Moment. Wie kann ich nochmal mein Rad? Da. Genau. Meteor. Nein. Meteor. statt der Leichenexplosion hätte ich mal gesagt. Bam. Wir haben dann immer noch den Feuerball für die billigen Truppen, aber Meteorregen für die großen Truppen. Schade, dass man nicht sieht, wie viel Damage. Aber hey, ich habe jetzt erstmal mit einigen Stufe 3 Zaubern gerechnet. Es gibt ja noch einige Stufe 3 Zauber, aber nein, dann kriegen wir halt Meteor. Flutwelle ist, glaube ich, super stark. Ich glaube, davon habe ich irgendein... Oh ja,
Reichweite 9. Reichweite 6. Was macht der? Reichweite 6. Okay. Selber... Naja, Fläche... Explosion. Da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, das ist ein großer Radius. Jetzt machen wir das an. Lasst den Himmel Zerstörung regnen. So. Sollen wir einfach durchgehen? Kurz mal schauen. Nordostgipfel. Na, dort oben ist auf jeden Fall was. Und das ist nicht... Elfen. Na gut. Weg mit euch. So liebe ich meine Gegner. So liebe ich sie. Bin ich im richtigen Gebiet gelandet? Scheinbar, weil... Stufe 1 Eisenminen nehme ich. Weil vom Schwierigkeitsgrad normal, die sind annehmbar, wenn sie fliegen. Von Arrotz von der Schwarzen Sonne. Na gut, wer bist du? Der Dämon schwebt über dir, als hing er an einem Faden. Aroros schlug. Ich kenne dich. Du bist der kleine Mistkerl, der so lange nicht brechen wollte. Einer deiner Peiniger, Bagtal? So oder so scheint Bagtal deine Frage nicht du zu hören. Du hast mich nicht gebrochen. Das habe ich anders in Erinnerung. Wollen wir deinen kleinen Freunden zeigen, wie erbärmlich du winseln kannst? One-on-one, komm. Ach, schade. Besiege den einen Typ. Okay, der hat schon ein bisschen... Okay. Bagtal muss mitmachen. Bagtal, du hast nicht mal deine ultimative Waffe. Und du hast auch nichts davon. Urschaden. Moment, Bagdad, wo bist du? Lol, wo ist Bagdad hin? Hä? Lol. Was war das? Okay, dann sind wir bereit. Muss Bagtal einige Kämpfe mitkämpfen, wie es scheint. So sei es. Wer ist der Typi, der gekillt werden muss? Wahrscheinlich wieder ganz hinten stehend. Du? Oder wer? Wer ist es? Wer ist es? Herrscher? Ah, da ist er doch. Naja, dann testen wir unseren neuen Skill. Oh, 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 oh Gott! Das ist geil. Vernichtung. I love it, McDonald's. Begegne deinem Schicksal. Oh ja, Tod und Vernichtung. Tod und Vernichtung. Aus dem Himmel. Urschaden ist einfach so OP. Sadist. Bagdal grunzt und spuckt auf den Leichnam von Aroros. Aroros schlägt nicht mehr. Er konnte mich nicht brechen. Soll er sehen, wie es ihm bei Betresen ergeht. Okay. Oh, und dadurch wird die Legion der Verdammten auch glücklicher. Na gut. Puh, Stufe 55. Holy moly. Da ist bloß ein Mana-Schrein, wie es scheint. Und Kiste. Oh, ein Uressenz. Nee, das war. Den habe ich schon geholt. Uressenz-Generator. Ein paar Elfis sind auch recht stark. Hier sind auf einmal die Gegner recht stark. Was ist hier los? Vom Level her sind sie jetzt angepasst. Na gut. Ich bekämpfe gern weitere simple Dämonen, wo ich bloß einen killen muss. Der wilde Dämon packt seinen Bogen, als du dich näherst. Du fragst dich, ob er keine Angst hat. Blutbrand nahm. Ich hörte, die Sieger der Gruben seien hier in Barad-Nur auf der Jagd. Aber ich sehe nur kleine, eiternde Pusteln. Noch einer aus deinem Reim. Ich hatte eine Schnur. Nicht mal ein Armband, nur eine blaue Schnur, die meine Mutter mir ums Handgelenk gebunden hatte. Sie war wertlos. Blutbrand nahm sie mir. Nur, damit ich nichts mehr hatte. Tja, dann nehmen wir ihm alles. Wir wissen alle, wo das hinführt.
Ich sage etwas Geistreiches, du willst einen drauflegen, versagst, wir kämpfen. Der Dämon ignoriert dich und starrt Bagdal misstrauisch. Woher kennst du meinen Namen, Made? Erkennst du mich nicht? Du hast sie mir genommen. Alles, was ich hatte. Na schön. Bis jetzt war ich nett. Versuchen wir es anders. Ich werde ignoriert. Okay, aber jetzt, der da. Der ist bestimmt hinten. Das wird... Wobei, jetzt mit riesiger Reichweite. Oh Gott, das wird geil. Moment, ich muss mich ab sofort immer vorstellen. Bei solchen ich muss mich sowas von vorstellen. Ich muss mich zumindest hier hinstellen. Damit ich noch näher an die Gegner mal rankomme. Ich muss mich umstellen. Wo ist er? Das ist er. Das ist er. Und der muss besiegt werden. Lächerlich. Einziger Haken ist, es kostet unglaublich viel Mana. Haben wir schon gewonnen? Absolut lächerlich. Okay, der eine Mana-Brunnen dort oben, der kommt jetzt, der wird jetzt wichtiger. Aber vergeht's. Fort. Das Armband, das er mir gestohlen hat. Das meiner Mutter. Das ist jetzt schon Jahre her. Was auch immer dieser Dämon genommen hat, es ist weg. Zu Elsets Fuß. Blutbrand nahm. Aroros schlug. Balia kam. Timmin muss brennen. Barad-Nors Macht erkennen. Blutbrand nimmt nichts mehr. Okay. Zu okay, Aroros schlug haben wir jetzt schon. Blutbrand nahm. Baliak fehlt noch. Timmin und Elset. Nein, das glaube ich auch nicht. Oh, shit. Wo kommt denn auf einmal der Gegner her? Ja, ich wollte eigentlich nicht gegen dich kämpfen, tatsächlich. Ich muss meinen Mana ein bisschen regenerieren. Verzweiflung. Diesmal muss ich alle besiegen. Na gut, so muss ich meinen Mana doch nicht regenerieren. Die kommen auf jeden Fall recht gut durch. Stirb, stirb, stirb. Stellen wir uns doch mal hier. Du wirst mir noch dienen. Und wir machen hier dicht. Wenn ihr hier durchkommt, dann seid ihr selbst schuld. Ja, eine Lücke ist da noch da. Wow, shit! Okay. Der... Moment, da war jemand. Der ist ausgelöscht. Licht des Kosmos, erfülle mich. Der ist auch ausgelöscht. Okay, ich komme nicht drum herum. Stufe 2 Einheiten halten hier nicht viel aus. Die Gegner sind einfach zu extrem geworden. Ich bin zwar auch extrem alt. Bin zwar auch extrem geworden, aber hey. Die Gegner setzen dem noch einen oben drauf. Du bist erledigt. Die alten Wege müssen sterben. Die leben alle noch. Heilen! Heilen! Okay. Wir werden ihr Blut verdienen. Mach dein Feuer. Verdientes Blut. Hörst du, wie sie uns ruft? Ich muss dein schlagendes Herz besitzen.
schwierig, tatsächlich. Sehr schwierig. Tod, Tod, Tod. Seht alle die Macht des Hasses. Mein Feind ist gefallen. Deine Qual mehren mich. Oh ja, der Lich ist gut. Der Lich ist wirklich gut. Problematisch. Erstmal, ihr müsst weg. Eklig. Ich hab bald keinen Mana mehr. Okay. Das war doch nicht schlecht, aber ich verliere trotzdem zu viele Truppen. Ich brauche unbedingt Stufe 4 Truppen. Schade. Der Tod wartet nicht. Die Gegner können was. Die Gegner können auf jeden Fall was. Zwei Einheiten sind draufgegangen. Ja, ich muss echt da aufpassen. Ich brauche bessere Truppen. Vielleicht sollte ich erst nach Labsal reisen. Wie? Tagebuch, Tagebuch. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Ich weiß nicht, wie viel ich da brauche. Oder vielleicht sollte ich erst... Ja, ich sollte erst... Oh, das wird schwer. Ich sollte erst zu den Untoten reisen. Vermutlich ist das the way to go. Die haben zwar mein Leben, aber das bringt mir alles nichts. Ich habe noch einen dahinter. Todesritter. Das mache ich schon mal als erstes. Die Todesritter werden die Werwölfe ersetzen. Die sterben nicht so schnell mit 1800 Lebenspunkten. Wie die Werwölfe mit, keine Ahnung wie viel sie haben, nicht viel genug. Nicht genug auf jeden Fall. Wobei, die haben auch 1800. Ne, der 1800, der 1500. Ah, die haben 2006. 2069, okay. So. Das finde ich immer noch verwirrend. Wie ich meine Einheiten auslöschen kann. So. Erstmal speichern und dann die machen Urschaden und den anderen Schaden. So, du brauchst gar keinen Splitter mehr. Und der andere braucht auch keinen Splitter mehr. So, der in der vordersten Reihe. Was braucht er am ehesten? Ja, höhere Widerstände, glaube ich.
Der hier hinten wird wahrscheinlich häufig ein Opfer von Angriffen, deswegen mehr Lebenspunkte. Und der dort unten, der ist eher ab vom Schuss. Der kriegt. Ja, das. Immunität gegen Verspotten. Und ja, paar andere Effekte. Okay. Ja gut, damit haben wir auf jeden Fall schon mal die Frontreihe stärker gemacht. Die hintere Reihe, naja. Da ist noch Luft nach oben. Schauen wir mal, gibt es neue Söldner? Nee. Aber bald gibt es neue Söldner. Und dann vielleicht in die hinteren Reihen was Neues, Stärkeres. Also die hinteren Reihen müssen mit mächtigen Stufe 4 Einheiten besetzt werden, die uns alle buffen. Oder die Gegner alle schwächen. So wie bisher. Na gut, ich gehe davon aus, wir werden beim nächsten Mal uns doch erst zu den Untoten bewegen, weil ich möchte Stufe 4 Einheiten. Nein, stimmt nicht. Jetzt bin ich eigentlich mit den Todesrittern recht zufrieden. Außerdem geht gerade noch nicht mehr. Dementsprechend passt es eigentlich. Dann lassen wir es. Okay. Lassen wir es und machen hier weiter wie gewohnt. Nur, dass ich unbedingt zum Mana-Pool dort oben muss. Den muss ich erobern. Den Mana-Brunnen. Da war eine Gegnertruppe, die muss ich halt loswerden. Das ist notwendig. Na gut, das werden wir beim nächsten Mal machen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.